Willkommen Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr euren PC auf euer Handy spiegeln könnt und das Ganze auch steuern könnt von jedem Ort der Welt. Viel Spaß! Als erstes gebt ihr Chrome. Ja, machen wir nochmal. Chrome Remote Desktop ein. Dann checken wir hier oben den Link, ob da wirklich remote-desktop.google.com steht. Dann gehen wir drauf. Dann müssen wir hier auf Remote Zugriff einrichten drücken, sodass jemand anderes auf unseren PC zugreifen kann. Und wenn wir aber Hilfe von irgendeinem IT-Spezialisten brauchen, dann gehen wir auf Remote Unterstützung. Und dann könnt ihr hier den Code generieren, dass der IT-Spezialist auf euren PC zugreifen kann. Aber wir machen es jetzt so, dass wir von unserem Handy aus auf den PC zugreifen können. Also wir gehen jetzt auf Aktivieren, nennen den PC jetzt so wie wir wollen. So, dann müssen wir einen PIN erstellen, den wir uns merken können. Dann machen wir hier noch das Häkchen weg, wenn es aktiviert ist. Dann gehen wir auf Starten. Dann müssen wir hier zustimmen, dass auf den PC zugegriffen werden kann. Dann ist das Ganze gestartet und in der Zeit gehen wir in den Play Store oder App Store und laden uns die Chrome Remote Desktop App herunter. Wenn es installiert ist, gehen wir auf Öffnen, loggen uns mit dem gleichen Google-Account ein, der auch am PC in Google Chrome angemeldet ist. Dann drücken wir oben auf den ersten Eintrag. Da steht dann bei mir jetzt Petruschki mit so einem PC-Symbol. Dann werden wir gefragt, nach unserem PIN gefragt. Geben wir ihn ein. Drücken auf Verbinden. Und nun, ja, ich habe meine Maus nicht in der Hand. Können wir den PC vom Handy aus benutzen. Das ist auch nützlich, wenn man keine Maus gerade zur Verfügung hat. Dann können wir das Handy auch als Trackpad benutzen. Funktioniert sogar recht gut. Wir können jetzt sogar Google Chrome verlassen. Ja, ihr könnt von überall aus auf euren PC zugreifen. Gehen wir mal auf YouTube. Ja. Ich wechsle mal kurz einen Vollbildmodus auf meinem Handy. Wir können auch am Handy, wenn wir einmal runterscrollen, die Tastatur auswählen. Und nun können wir auch irgendwas eingeben. Auf der Handy-Tastatur. Das passiert, wenn man den Namen falsch eingibt. Mein YouTube-Kanalname. Ja, und dann können wir hier auf irgendein Video gehen, es anklicken und am PC wird es gleichzeitig abgespielt. Ja, das finde ich ganz gut. Und dann zeige ich euch noch, wie wir das wieder abbrechen können. Gehen wir zurück und dann drücken wir auf Freigabe beenden. Hier, das grüne Fenster, das ist dann immer offen, falls ihr nicht mehr wollt, dass auf euren PC zugegriffen wird oder ihr die Freigabe beenden wollt, dann drückt ihr da einfach drauf. Und nun könnt ihr vom Handy aus nichts mehr steuern. Und ihr seid am Handy wieder am Anfangsscreen, wo das PC-Symbol ist und der Name eures Streaming-Geräts. Ich hoffe, euch hat's geholfen. Ihr könnt jetzt von überall aus auf euren PC zugreifen. Wenn euch's gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ciao.